Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von uns und heute testen wir zum zweiten Mal Lego. Erst zum zweiten Mal und zwar dieses hier habe ich im letzten Lego-Testvideo angekündigt. Da haben wir dieses, wie hieß das? Das ist jetzt, ich vergesse den Namen auch immer wieder. Das ist so ein komplizierter Name. Dazu gehört halt noch dieses Schwert und diese zwei Sterne halt und halt die Figur. Das haben wir schon getestet in dem ersten Video. Und heute testen wir das hier. Das gehört zu diesem AT-ST-Läufer. Komm, ich zeige noch mal. Das gehört zusammen zu diesem AT-ST-Läufer. Okay. Hier sieht man in richtiger Größe die Figur. Die Figur ist Chewbacca, das kostet 9,99 Euro, also fast 10. Sieht man hier. Mhm. So. Jetzt packen wir das erst einmal auf, danach springen wir dann auf Zeitraffer. Wollen wir erstmal schauen, was das hier so ist. Also es gibt eine große, eine kleine Tüte und eine Anleitung. So sieht die Anleitung aus. Das ist auf der Rückseite. In der kleinen Tüte sind die Kleinigkeiten. Hier ist dann auch die Figur drin. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir wie im letzten Video auf Zeitraffer und ich baue euch das dann mal schnell auf. So, da sind wir wieder nach dem Zeitraffer. Ich hatte vielleicht ein paar kleine Problemchen. Hier sieht man das nochmal, ist eigentlich cool geworden. Den einen Flügel musste ich wieder auseinandernehmen und dann wieder zusammenbauen. Aber jetzt sind wir ja fertig. Die Flügel kann man umklappen, sehe ich das richtig? Oder sind die schief? Nee, kann man einfach. Das ist, hier kann man dann, ich mache das mal, mit die Kanone abschießen, wenn man einfach von hinten der Bogen drückt. Okay. Hat jetzt nicht so phänomenale Auswirkungen, aber ja, hier steht auch das Zeichen, das ihr bestimmt alle kennt. Aha. Das heißt, man soll nicht ins Gesicht schießen damit. Ja. Was ich noch kurz sagen wollte, im Hintergrund sieht man andere Lego-Sachen, die wir aber noch gar nicht getestet haben, aber trotzdem schon aufgebaut sind, die dazu erkläre ich dann in Videos so ohne Zeitraffer zum Aufbauen dann halt, das ist so. Und hier habe ich sogar noch etwas selbstgebautes ohne Anleitung aus Lego Minecraft und genau das ist dann aber in anderen Videos, ja. So, jetzt machen wir mal am besten so eine kleine Bewertung. Ich würde sagen so eher... Es war ein bisschen länger als das letzte zu bauen, weil es auch mehr war. Ich fand das jetzt schon, also ich finde auch, ich kann jetzt nicht so gut Lego zusammenbauen. Ich verliere manchmal die Nerven. Aber man konnte es eigentlich gut zusammenbauen. Ja, so von der Art her finde ich eine gute Idee, wie das gemacht wurde. Dass das auch so klein ist, ja. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist, aber auch nicht das beste Lego der Welt. Ja, genau. Ja, dann war es das auch schon mit diesem Video. Wir werden vielleicht heute noch ein paar Videos von Lego machen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.